Hallo Leute, hier ist Frank aus Baden-Württemberg und willkommen zu meinem zweiten Teil. Heute nehmen wir uns die Leiterplatte vor und werden sie bestücken und natürlich auch backen. Also dann genießt es. Was brauchen wir als erstes? Nun ein paar alte Leiterplatten, natürlich Lötpaste. Wir brauchen außerdem noch ein Brett und natürlich die SMD-Bauteile, die wir da verteilen wollen. Ich habe da so ein schönes Buch. Das bekommt man dann auch in China. Und natürlich etwas Isolierband, ein doppelseitiges Klebeband. Das von Scotch kann ich sehr empfehlen. Es funktioniert sehr super. Und natürlich spezielle SMD-Bauteile, die ihr euch noch kaufen müsst. Ein Metallspachtel, um die Lötpaste zu verteilen. Und natürlich eine Präzisionspinzette, die nicht magnetisch sein sollte. Und natürlich unsere Leiterplatte. Und nicht zu vergessen unseren Stencil oder die Schablone. Wie wir die verwenden, zeige ich euch gleich. Als erstes kümmern wir uns mal um die Lötpaste. Wir brauchen zwei verschiedene. Die erste ist etwas speziell, die schmilzt nämlich schon bei 145 Grad. Und die zweite, die benutzen wir jetzt, die schmilzt bei normalen 175 Grad. Hier seht ihr jetzt, wie ich die Schablone punktgenau über die Leiterplatte bringe. Die zwei alten Leiterplatten dabei funktionieren als Anschlag, kann man sagen. Ich nehme ein bisschen Isolierband und setze dann die Schablone genau an die Stelle, wo sie hin soll und probiere das noch mal ein paar Mal aus. Ja, und dann können wir eigentlich schon anfangen, die Lötpaste auf der Schablone zu verteilen. Zuerst reinigen wir natürlich unser PCB, unsere Leiterplatte, um da alles Mögliche abzukriegen und damit natürlich auch die Lötpaste dann auf dem PCB, ich sage mal PCB, weil ich es mir schon so angewöhnt habe, dann auf der Leiterplatte natürlich dann, ja, dass sozusagen die Lötpaste auf der Leiterplatte dann hält und nicht verrutscht, sagen wir mal so. Also geben wir jetzt etwas, wahrscheinlich zu viel Lötpaste auf die Schablone und dann nehmt ihr den Metallspachtel und zieht sauber in eine Richtung durch. Und dann als letztes in die andere Richtung vorsichtig die Schablone abheben und schon seht ihr euer Ergebnis. Jetzt solltet ihr schon mal die SMD-Bauteile euch zurechtlegen, weil die Lötpaste kann austrocknen. Also ihr solltet nicht länger als eine Stunde zum Bestücken brauchen. Ich nehme hier mein wunderschönes Mikroskop. Auch bei China gekauft, vielleicht mache ich mal ein Video drüber, aber es ist wirklich sehr schön und ihr könnt auch gleich mitgucken, weil dieses Mikroskop nimmt auf SD-Karte auf und deswegen könnt ihr mich sozusagen dann beobachten. Ihr seht, ich habe mich ein bisschen vertan, die Löttropfen oder Lötpastentropfen sind etwas mehr nach oben links verschoben. Jetzt stelle ich alle meine SMD-Bauteile zusammen. Eigentlich sollte man das vorher machen, wie schon vorher beschrieben, aber na gut, ich bin auch nicht perfekt. Sehe mir also dann den Schaltplan an, guck mir genau an, welche SMD-Bauteile ich brauche und werde diese dann auf so einer Pappe vorbereiten. Im Grunde genommen doppelseitiges Klebeband, SMD-Bauteil, Strip drauf und dann kann man wunderschön schnell schon die entsprechenden Komponenten aus der Verpackung heben und dann gleich rüber zum Bestücken. Hier seht ihr, das sind spezielle Dioden. Die muss ich natürlich dann in der richtigen Richtung bestücken. Also der Strich ist immer die oder die Kathode, glaube ich. Also muss der Pfeil sozusagen auf dem PCB zu dem Strich zeigen. Zur Bestückung, das sind jetzt sehr kleine Bauteile, also ich bin schon 51. Bei mir wird es ein bisschen schwierig, die per Hand zu verlegen. Ich kann nur jedem empfehlen, der da ein bisschen Angst vor hat, einfach morgens diese Arbeit machen. Und da ist man ja am ausgeruhtesten und hat auch die ruhigsten Finger. Ansonsten, ihr seht auch, es klappt auch so. Man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Und vielleicht nicht so viel Kaffee vorher getrunken haben und dann geht es auch mit den zittrigen Händen. So, ja, im Grunde genommen ist jetzt alles bestückt und jetzt lernt ihr meinen Backofen kennen. Das ist ein T962. Der im Grunde genommen macht ja nichts anderes, als nach einer bestimmten Kurve, Temperaturkurve,
die Leiterplatte zu erhitzen und ab einer bestimmten Temperatur einfach wieder die Hitze sozusagen aus dem Backraum entfernen. Dafür werden dann Lüfter benutzt und so weiter. Hier seht ihr also den ersten Anfang und ich glaube, das Diagramm sollte eigentlich alles erklären. Die Sache ist im Grunde genommen anschalten, Temperatur wählen, loslegen und dann funktioniert es. Natürlich kann man auch eigenen Backofen nehmen, zum Beispiel den auch, der in der Küche ist. Man sollte dann halt nur ständig die Temperatur messen. Ich habe euch den Temperaturgraph von dieser Lötpaste, die es auch in Deutschland gibt, in die Videodescription gepackt und dann könnt ihr natürlich auch zum Beispiel auch eine Pfanne nehmen mit Vogelsand gefüllt und dann einfach immer die Hitze messen. Das kann man mit einem Meter machen oder so. Ja, und dann ist nach 7, 8 Minuten im Grunde genommen die Leiterplatte fertig. Ich fasse hier nicht an, weil sie noch ein bisschen heiß ist. Nehme dafür dann eine Pinzette. Ja, und dann kommt es natürlich darauf an, dass wir uns die Leiterplatte noch mal genau unter dem Mikroskop anschauen. Ihr könnt auch eine kleine Lupe nehmen von Eschenbach, die habe ich euch auch in die Videodescription gehauen. Die ist wunderbar. Ich mache es jetzt nur mit dem Mikroskop, weil ihr ja mitschauen könnt, aber diese kleine Lupe, die hat es für Optiker gedacht oder für Leute, die Uhren zusammenbauen, die ist genial. Ja? Also schnell mal mit der Lupe nachgeschaut und die vergrößert sehr gut, also mit der ich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Könnt ihr in der Videodescription finden, kostet gerade mal, keine Ahnung, 8, 9 Euro. Ja, und jetzt seht ihr also das Ergebnis. Ihr seht, die Hitze war ein bisschen zu hoch. Das sieht man daran, dass die Pads so eine gesprenkelten kleine Löttropfen haben. Daran sieht man, dass es im Grunde genommen gekocht hat. Also die Temperatur war etwas zu hoch, aber spielt eigentlich im Hobbybereich nicht so eine Rolle. In China jemand, der die Qualität prüft der Lötung, der würde natürlich wahrscheinlich in Ohnmacht fallen. Aber es geht auch so, ist kein Problem. Hauptsache, ihr könnt dann erkennen, okay, keine Bauteile sind zu stark verrutscht oder haben einen Connect zueinander. Ja, wie hier zum Beispiel bei den Dioden. Da sollte natürlich dann schon jede Diode auf ihrer Lötfläche bleiben. Ansonsten heißt es dann reparieren mit dem Lötkolben. Aber gut, das schafft man am Ende dann auch noch. Wie gesagt, morgens ja nicht so viel Tee und Kaffee trinken und dann klappt eigentlich alles auch mit diesen SMD-Bauteilen. Und im nächsten Teil werde ich euch dann zeigen, wie man die zweite Seite bestückt von dieser Leiterplatte. Ja, und dann machen wir auch schon den ersten Funktionstest. Also, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Bis zum nächsten Mal.